Cure zurück in die Sorbonne in Paris I, sind dort gewesen Professoren also wie Wladimir Jankelevich, Catherine Clément, Sarah Kaufmann, Olivier Chédin und auch Robert Misrahi. Damals, aber gerade schon ungeheuer meine eigene Psychoanalyse, drei Uhr Zeit mit Philippe Lévy, ich habe gewollt verstehen ein bisschen Lacan, aber ungeheuer zu studieren Philosophie. Jahre nachher habe ich studiert Psychologie. Aber wie Philippe Lévy hat mir gesagt, wird ich gut nicht lernen in Psychologie. Und es ist auch gut nicht gelernt in Psychologie. Aber ich habe etwas gelernt dort in Philosophie. Ich bin gewesen, eine junge Kacke, in der Mode ist nicht gewesen zu hören Misrahi. Die Mode ist gewesen zu hören wegen Deleuze, zu hören wegen Lacan, zu hören wegen Marxismus, wegen Claude Lévi-Strauss mit Catherine Clément. Es hat gedauert, dass ich ein Sachjuren bis heutzutage, bis ich habe ungeheuer zu verstehen die Wichtigkeit von der Arbeit von Robert Misrahi wegen Spinoza. Aber da habe ich es ein bisschen verstanden damals. Und Sarah Kaufmann hat uns auch gelernt wegen dem Tractatus Theologico-Politik von Spinoza. Wenn er ist reingekommen in die Klasse oder in den Amphitheater, hat er ungeheuer zu reden, also eitel, sehr pamäler. Ich rede du von Robert Misrahi. Und er hat geredet von Sartre, er hat geredet von Freiheit, mit einem Zettel. Und er hat ungeheuer zu reden und einen Zettel. Und zu trachten. Also ich, als dort habe ich sich ausgelernt zu trachten. Nicht bloß allein, aber auch mit Chavayrim. Ich habe eine Chavayrim, mit wem ich studiert Philosophie. Wir haben studiert Texten von Philosophien von Lacan, Maurice Boussidon. Er ist nicht gewesen in der Sorbonne in derselbe Zeit, aber er ist auch ein Psychoanalytiker, ein Philosoph. Hat man sich ausgelernt zusammen. Mit Misrahi ist gewesen sehr interessant zu hören, was er sucht, wegen seiner eigenen Philosophie und wegen der Philosophie von Spinoza. Also ich habe gewollt, Juren nachher reden mit ihm ein bisschen und ihr werdet kennen hören ein Interview, was ich auch gemacht auf Französisch mit ihm. Dem Sinne habe ich sich gekauft die Edition von die Ethik von Spinoza auf Französisch mit den Noten von Robert Misrahi. In einer ungeheuren zu leinen. Ich kann auch sagen, es ist sehr schwer, aber es ist außergewöhnlich interessant. Es ist sehr kompliziert, aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Bier mit den Noten, die er dort hereingelegt hat. Wir reden jetzt ein bisschen wegen des Lebens von Robert Misrahi. Er hat geschrieben ein Buch, das heißt Le Nacre et le Rocher, die Perle und der Stein. Wie er der Zeit, das heißt eine Autobiografie, wie er der Zeit wegen sein eigenen Leben. Er ist geboren am 3. Januar 1926 in Paris von einer Mama, das heißt Miriam Ardeva, das kommt von Istanbul. Was ist geboren in Istanbul in 1890. Er hat gerade einen Bruder, Lili, was heißt Eurit Victor, was ist daran in einem psychiatrischen Spital, 20, wenn er ist gewesen, 20 Jahre alt, in Juni 1952, für Schizophrenie. Seine Mama ist auch hospitalisiert geworden in 1934. Es ist eine sehr schwere Geschichte, sehr traurig. Aber er erzählt es also. In der Tat ist Ruhl, es gewesen ein Schneider, was hat nicht gerade gearbeitet. Der Vetter in der Mime auf Mammes Saat ist Isaac
und Esther sind geworden deportiert. Hat gelebt mit sei. Also ist geblieben allein. Und a Cousin, was hat gehabt, Leon, ist gewesen gefangen und verloren a Fies. Die Mime auf dem Mammesat hat sich hochgehärget in 1942 in dem Melchumme. Und seine Frau Colette, wo sie gewesen, eine Psychoanalytiker in derselben Gesellschaft wie ich, als Passanalytik, ist gestorben am 15. September 2009. Sie haben eine Tochter, was heißt Judith, und was ist geboren 1982. Das ist wegen der Geschichte von Robert Mizrahi. Aber was ist wichtig, du, ist nicht bloß, das ist sehr schwer, traurig, er ist gewesen, ein kleines Kind, in der Krummezeit allein, er hat sich gemisst auszeugen, also wie eine Sache andere hingelegt. Also wie er sagt in dem Interview mit mir, ist wichtig seine Philosophie. Aber das hat auch einen Grund in seinem Leben. Wenn er ist gewesen, in 1900, ein kleiner Jüngel, 18, 17 Jahre, in 1942 hat er ausgeschlossen, er abzunehmen, seine geile Latte. Er ist gewesen im Metro, in Rotzab abgenommen. Und also wie wird er in die Interview sagt er, als das ist gewesen eine große Sakune. Mit der Latte wird auch gewesen eine große Sakune. Er weiß doch, er ist ein Jid. Aber ohne die Latte, man findet, er ist ein Jid, ist es auch eine Sakune. Aber er hat es ausgeklopft, zu sein ein freier Mensch. Selbe Sache, wenn er ist gewesen 9 Jahre alt, hat er beschlossen, nicht zu machen, den Bar Mitzvah. Aber er hat keinen Mund nicht gesagt, er ist nicht Kajid, das ist genau dieselbe Sache wie mit Freud. Es ist nicht kein Maran. Viele, ob es du eine Abstammung in dem Spruch von Mizrahi, von sfardischen Jiden, was reden Judaismo. Er allein redet Judaismo. Er hat lieb die Sprache, und ich meine, als ein Öfen, in welchem er redet, also ein Eidl, kommt daraus etwas an Musik von Judaismo. Ich rede von Judaismo, von Chaim Vidal Sefira hat uns gewiesen, dass es ein Unterschied zwischen Ladino, wo es eine Transkription auf lateinische Oizis, von in Spanisch, von in Kastilan, von Hebräisch, die hebräische Teure, in Judaismo, wo es eine Sprache, wo es mir redet. Also, als die Musik von Judaismo, wo siehst du in seiner Arbeit, ist du euch in Weg, in Neufen, auf welchen er redet. Ein älter Mensch, er ist nicht so ein Prominenter, er will nicht da auf die Biene, jetzt ist es im Ganzen sicher, aber es ist schon gewesen sicher, eine lange Zeit. In seinem Bier, die Simche von Liebe, von einer Erotik, von Glücklichkeit, ist du euch der Philosophie wegen Liebe. Er sucht uns, als man darf nicht sein in einer tragischen Öfen mit dem Leben. Es ist da viele, man sieht doch in seinem Leben, in Sinne der einzige, sind du tragische Geschehnisse. Aber was macht der Mensch mit den tragischeren Geschehnissen? Er erzählt etwas wegen dem. Aber von dem hat er gemacht etwas anderes. Erstens sagt er, als der Mensch ist frei. Wir können meinen, als es ist du Determinismus, wie es soll nicht sein, aber laut ihm ist ein Mensch frei. Das ist die Philosophie von Sartre. Er ist gewesen bekannt mit Sartre, was hat ihm auch geholfen, wenn er ist gewesen ein Professor. Und das ist sehr wichtig, weil der Determinismus ist nicht aus. Man kennt, ob man eine Karikatur im Kopf von Spinoza, meinen, Spinoza ist bloß in einem Determinismus. Robert Mizrahi, meint, als der Mensch ist frei. Zweite Sache,
siehst du an Autonomie. Ich darf erkennen, als der andere Mensch hat euch etwas in sich für eine Freiheit und für eine Autonomie. Du sind nicht kein Produkt, du sind nicht keine Sache. Du wirst mir instrumentalisiert. Die Menschen sind Menschen, sie haben eine Autonomie und eine Freiheit. Als ich erkenne in einem anderen Mensch die Freiheit und die Autonomie, kann sein, gegen Anandigkeit, a Reziprozität. Also, ich habe nicht lieb a Sach, wo seht aus wie ein Mensch, so sein eine Frau oder ein Mann, ich habe lieb die Freiheit von dem Zerandisch. Also, studiert die Liebe in der Geschichte, wie er soll die Menschen trachten, ob sie seinen Männer wegen Frauen. Wir kennen oben nicht bloß ein Frau, wie er hat gewidmet das Bier zu einer Frau, was heißt Soledad. Siehst du eine andere Frau, von welcher er redet, was heißt Severin. Er hat auch lieb gehabt seine eigene Frau, Colette. Und er sagt, dass das ist möglich. Tomem erkennt die Freiheit für den Mensch, seine Autonomie und die Möglichkeit für den Mensch zu sein in einer gewissen Reziprozität mit einem anderen Mensch. Also, als Liebe und Simche und Glück sind die Themen von seiner Philosophie. Man darf es betrachten, nicht bloß also abstrakt, aber wenn man guckt um sein eigenes Leben, kann man sehen, dass er hat lieb das Leben. Er ist nicht mehr kein jünger Jahr, aber im Kopf meine ich, dass er ist noch sehr jung. Es ist auch gewesen dort in der Sorbonne, ich habe vergessen, mein Chave, wo sie geworden ist, Chave für mich, Jean Toussaint de Santi, ich habe ihn gewidmet, noch sein Teut, mein Bier, Trace de Psychanalyse. Wir haben gelebt, du in derselbe, im Nahtenviertel, nicht weit, einer von den anderen. Ich hab gearbeitet beim Soffen sein Leben mit ihm. Ich meine, es lohnt sich, für die, die sind interessiert in der Philosophie, in nicht bloß in Spinoza, in etwas sehr original zu hören, die Lektions, die Robert Mizrahi hat gegeben, wir kennen seine Herren auf der Webseite von Akadem. Und ich meine, als die Frage ist, wie soll können wir leben, noch tragische Geschehnisse, wie er macht, was ist Liebe? Liebe nicht bloß für eine Frau oder für einen Mann, aber Liebe für Leben, für Glücklichkeit und als die Sachen so nicht sein, im Ganzen tragisch.